Guten Morgen. Es hat gerade fürchterlich gewackelt. Na? Heute ist der letzte Tag meiner Krankschreibung und also ich fühle mich auch noch, weiß nicht, schlapp. Also ich habe unglaublich, also man sieht das hier auch, ne? Also ich meine, ich habe auch ganz gerne mal Augenringe, aber ich habe so im Schnitt, ich weiß nicht, 12 Stunden am Tag geschlafen, also nachts plus Nickerchen. Also easy, es war überhaupt kein Problem. Aber wenn ich mal morgens dann irgendwie um 5 oder so aufgewacht bin, dann also eigentlich kann ich mich nicht nochmal umdrehen und weiter schlafen. Das ging. Das, ja, also. Mann, Mann. Ich muss jetzt aber tatsächlich, also ich habe mich hier tagelang eingegraben und ich habe wirklich nur geschlafen, ne? Also. Ich habe wirklich nichts gemacht. Und jetzt ist es aber so, dass heute Herr Unfug auch irgendwann vorbeikommt. Und wir haben seit Tagen, also eigentlich auch schon länger, keine Staubsaugerbeutel mehr. Und jetzt ist so das Stadium erreicht in der Bude oder auch gerade in meinem Zimmer. Jetzt möchte ich das nicht mehr. Ich möchte staubsaugen und dafür muss ich Staubsaugerbeutel kaufen gehen und dafür muss ich da raus. Ich möchte nicht, aber es hat keinen Sinn. Ich werde ganz langsam gehen und es ist auch nicht weit und ja. Was ich aber geschafft habe, ist mir die Fingernägel nochmal neu zu lackieren. Mir sind ein paar Kupeister gegangen, aber irgendwie, weiß ich nicht, so, dass ich das noch irgendwie ein bisschen okay fand. Also, das ist okay, noch von der Länge. Und das ist ein, dieser Schimmernde, den ihr jetzt hauptsächlich seht, ist einer von Revaldeloup. Einer von den Metal Chrome und der ist halt so goldpink. Und der ist pinker, als ich dachte. Also ich dachte, der wäre güldener, weiß ich nicht. Ich fühle mich fast ein bisschen kitschig. Aber passt halt auch ganz gut zu kurzen Fingernägeln, finde ich. Also weil das halt nicht so dunkel ist. Ne? Naja. Ich muss mir einen Augenprimer drauf machen. Wo bist du? Da. Gott. Ich war schon energiegeladen, ne? Ich sehe das ein. Aber wenn man sich eh fertig macht, kann man ja auch die Kamera anmachen. Das wollen wir in 2020 auch beibehalten, so gut es halt geht. Ja, 2020 hat irgendwie schräg angefangen. Also mit, ich habe ja gleich am, gleich, aber ich habe am 3. war ich ja gleich wieder im Büro und habe auch gearbeitet und es war auch, ich gehe auch gern zur Arbeit. Und dann kam aber übers Wochenende, also ich meine, da war ja schon ganz viel Badewanne und Soljanka angesagt. Weil ich das auch schon gemerkt habe, ich habe auch viel geschlafen, ich bin noch nicht rausgegangen, großartig, also außer zum Einkaufen. Aber wenn es einen erwischt, dann erwischt es einen. Also ich habe, im Endeffekt war ich Silvester eigentlich auch schon krank. Also eigentlich habe ich das da schon gemerkt, da hatte ich schon Kopfweh und so. Und habe das aber irgendwie noch wegdrücken können, also in einem gesunden Maße. Und jetzt ging das halt einfach nicht mehr. Jetzt ist es halt durchgebrochen. Naja. Die Palette möchte ich heute benutzen. Es ist so witzig, wie das im Display aussieht, weil das so, wenn ich so drauf gucke, so wild sieht das gar nicht aus. Ich mag das Design von der total gerne. Das ist die Made for Stars von Catrice. Das war eine limitierte. Und da sind 21 Nude-Töne für Augen und Gesicht. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gesichtsprodukte sind da drin. Dann sind hier 15 Lidschatten drin. Meine Güte, dass das nochmal funktioniert. Das sind die Lidschatten. Sieht jetzt so gar nicht so aufregend aus, aber ich finde, da sind relativ besondere Farben drin. Und ich glaube, dass sich mein Geschmack oder ich mich, also irgendwas hat sich da getan. Letztens hat jemand geschrieben, Lu, ich würde mir mal mehr Farbe von dir wünschen. Da wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war doch mal wild.
Ja, weiß ich nicht. Also, hoppla. Ich bin wohl etwas schlichter geworden. Wie ist das denn passiert? Naja. Aber ich meine, jeder entwickelt sich, ne? Und jeder kann nicht gleich bleiben. Ich weiß, dass ich mit Anfang 20 gedacht habe, dass ich immer in geringelten Overknees und oder in pinken Overknees und lustigen Manga-T-Shirts rumlaufen werde. Das tue ich immer noch, aber in anderen Kombinationen. Also ich denke schon, dass ich mich relativ früh selber gefunden habe, aber irgendwas ändert sich doch immer. Irgendwas rutscht immer ein bisschen nach da und nach da und passt sich dem Kurs an und ja. Ich nehme jetzt mal als erstes Galaxy. Das ist ein helles, schimmerndes Rosa. Und ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich packe mir das mal unter den Augenbrauenbogen. Nur ein ganz bisschen. Eigentlich wollte ich damit die Lidfalte setzen, aber dafür schimmert der ein bisschen zu doll. Ich habe Divine übersehen. Das ist unser heller Verblender und Setting-Ton hier. Also ich glaube auch nicht, dass heute irgendwas Wildes auf meinen Augen zustande kommen wird. Aber mir fehlt das so. Also wenn ich mich jetzt wirklich, also wenn ich mich so komplett einrolle, das ist was Gutes. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir Make-up fehlt. Ich vermisse das richtig. Gestern und vorgestern habe ich da gesessen und Sachen einfach nur angefasst und rausgeholt und geswatcht und so zwischen den Schläfchen sozusagen. Für mich das fehlt. Wirklich. Unglaublich. So. Hier sind echt, also die Farben, die ich besonders finde, die kann ich euch ja mal swatchen. Also wo ich sage, so Mensch, ja, ich glaube, ich bin echt, hier sind viele Tücher. Die können alle mal in den Müll. Nee. Ja, ich, also viel mit Aufräumen war hier nicht. Das sind Expanding Horizons und Illusion. Und das sind so, ja, weiß ich nicht, grün-braun Schlammtöne irgendwie. Dann finde ich Stargazing noch total hübsch. Das ist das Ganze mit so ein bisschen Beere. Ich glaube, ich bin echt so ein bisschen gemütlich geworden. Wie konnte das denn passieren? Naja. Ich habe heute eine knallgrüne Strickjacke an. Das ist so das. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei Erkältung und so weiter. Man fängt so an zu schwitzen. Also so ohne jede Vorwarnung. Und dann muss ich in der Lage sein, das aufzumachen, die Ärmel hochzumachen und so weiter. Also normale Pullover, also die mag ich so schon nicht so gerne. Ich brauche eigentlich immer einen Reißverschluss. Ich muss mich halt immer ausplündern können, ohne es mir über den Kopf zu ziehen. Das ist wichtig. Ich mag Sachen nicht über den Kopf ziehen. Ach ja, genau, Stella ist auch noch so ein Ton. Muss ich euch eigentlich mal zeigen. Ich finde, die sind halt alle so ein bisschen. Also da sind auch ganz, ganz, wie soll ich sagen, standardmäßige Töne drin. Also sowas wie, keine Ahnung, Superstition. Es ist einfach nur ein wunderschöner goldener Metallic-Ton. Ne? So. Oder Luminescent ist. Also da sind auch sehr normale, nudige Töne einfach drin, aber so zwischendurch, weiß ich nicht. Also ich glaube, also ich mag die Palette unheimlich gern. Die beiden Highlighter hätten sich von mir aus schenken können. Ich swatch die auch mal eben. Wir sitzen hier ja ganz gemütlich. Also ich glaube, gerade bei Dreamland kann man sehen, dass der so eine etwas eigene Textur hat. Das hier ist Starglow. Wobei Starglow echt schön ist. Und Dreamland ist halt so, also erstmal muss man den so ein bisschen einarbeiten. Und ja, der ist so pink-weiß. Ja, jetzt sieht man es. Na, ich kann ja Starglow mal benutzen, aber Dreamland ist halt einfach von der Farbe her nicht so meins. Und ich finde, der passt auch in die Palette selber. Man könnte ja sagen, nimm es als Topper. Ich finde, dafür passt das nicht so. Aber gut. Ich merke gerade, dass Nivea-Tücher, auch wenn sie schon eigentlich ausgetrocknet sind,
immer noch ganz gut Sachen runterholen. Das ist ganz beeindruckend. So, und weil ich heute, glaube ich, echt eher ein bisschen langweilig bin, fangen wir mal mit. Ja, doch, da ist ja Kevin segeln gegangen. Mensch, komm wieder zurück. So, was wollte ich? Damit fange ich meine Liedfalte an. Also wir spielen heute echt total auf Sicherheit. Weil, ich weiß nicht, kennt ihr das, dass wenn man erkältet ist, man wird blöd? Also ich glaube, mein IQ ist der einer Kartoffel im Moment. Ich fühle mich auch wie eine Kartoffel. Also ich habe, wenn ich Halsentzündung habe, das ist ein ganz schönes Mimimi-Video, aber so ist das nun mal. Meine Lymphknoten schwellen so an. Also witzigerweise habe ich von den anderen Beschwerden nicht so viel, zum Glück. Also ich kann ganz normal essen und runterschlucken und so. Also nicht wie manche Leute, die ja teilweise wirklich eine Blockade im Hals haben. Das habe ich nicht so, aber ich habe solche Lymphknoten und ich fühle mich dann wie eine Kröte. Und so fühle ich mich immer noch. Also ich sehe das auch. Also dass das hier alles nicht so an seinem Platz ist. Naja. Und ja, dieses Gefühl, dass ich eine Kartoffel bin, das, ja, und wenn du halt tagelang rumsitzt und wirklich liegst vielmehr auch und nichts machst, das hilft jetzt nicht gegen dieses Kartoffelgefühl. Und dann fühlst du dich auch noch ein bisschen dumm. Das, ja, naja. So, das war übrigens der hier von Bistopel, den mag ich ja wirklich sehr gern. So, das ist ein absolut langweiliger, Standard, aber sehr guter Liedfaltenton, würde ich mal sagen. Kann jetzt nicht viel schief gehen. Dann nehme ich mal einen Lini Brush, den Flat Shader. Und ich glaube, dann gehe ich auch mal in Illusion, weil ich den echt hübsch finde. Der wird jetzt im Vergleich zu meiner grünen Jacke, sieht der grau aus, aber der hat auf jeden Fall einen Grünstich. Im Vergleich zur Lidfaltenfarbe sieht er auch echt kühl aus. Witzig. Ich glaube, hier ist eine gute Kalt-Warm-Mischung drin. Deswegen mag ich die Palette halt auch so gerne. Das ist so eine, die habe ich durchs Benutzen lieben gelernt. Es gibt ja so Paletten, da weiß nicht, ist die Verliebtheit instant? Also von 0 auf 100. Bei der hier war das durchs Anwenden wirklich. Und ist eigentlich auch, wie gesagt, die Highlighter bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, eigentlich auch eine ganz gute Reisepalette, weil da hier sind auch noch 3 schimmernde Blushes und ein mattes drin. Also man wäre eigentlich, wenn man sich dann noch einen Bronzer in die Tasche wirft, echt gut ausgestattet. Das ist jetzt super simpel, ne? Also oh, aber ich habe mir hier noch was hergelegt. Vielleicht wird es damit weniger simpel. Ich habe nämlich ein Essence Wave Goddess Soft Touch Eyeshadow. Das ist so ein ganz helles Blau. Der ist auch noch gut. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich den da drüber geben. Ui, ui, ui. Ja. Das war jetzt, glaube ich, nicht so die beste Planung. Ja, manchmal habe ich das. Dann gucke ich was an und denke mir, ach Mensch, komm mal mit. Und dann lege ich mir das hier an den Platz. Und dann, ich glaube, heute ist es nicht so eine gute Idee. Naja, aber ich lasse ihn hier mal liegen. Vielleicht ist er morgen eine gute Idee oder so. So. Bin ich überall mit dem Lidschatten gewesen. Manchmal komme ich nicht nah genug an Wimpernkranz. Also ich denke das dann. An den unteren Wimpernkranz. Das mache ich mal mit einem kleinen von Essence hier. Eyeshadow, ganz standardmäßig. Ich gehe mal in Mystic. Das ist ein, also ein grau-lila, so ein helles. Ja, das war die richtige Entscheidung.
ich mag die Qualität von den Jungs auch. Also, wenn ihr die habt und länger nicht benutzt habt, holt die mal wieder raus. Die ist spannender, als man denkt, finde ich. Sprach Lou, die gerade behauptet hat, sie wäre langweilig geworden. Ich nehme auch Mystic noch mal ein bisschen hier. Ich habe das Gefühl, dass... Ja, durch die Lidfalte musste ich eh noch mal durchpuscheln. Ich habe auch so viel Netflix geguckt, ich werde schon ganz blöd. Also ich gucke ja schon gern so Krimi, Thriller, Mord und Totschlag, aber wenn man dann anfängt davon zu träumen, einfach weil man sich damit so überlebt, mit diesen ganzen negativen menschlichen Dingen, ist jetzt auch nicht fröhlich von. Also da muss ich muss auf sowas aufpassen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich muss ein bisschen darauf aufpassen, mit was ich mich eigentlich so permanent füttere. Wenn das schön absurd ist, keine Ahnung, sowas wie Witcher oder so, dann geht das alles. Aber ich habe heute ein Meme gesehen oder ein Bildchen oder wie auch immer man das nennen will. Wenn ihr einen echt schrägen Humor habt, also ne, ich würde sagen, schon der britische und echt dreckig. Es gibt ein Mädel bei Instagram, die heißt Lucy Jacqueline. Und ich bin von ganz früher, irgendwann wurde mir die mal vorgeschlagen, weil ich ihrem Bruder gefolgt bin. Die beiden sehen sich gar nicht so ähnlich. Und der hat bei Red Hot 100 bei diesem Fotoshooting mitgemacht. Ja, ich habe mir nackte rothaarige Männer angeguckt auf Instagram. Auf jeden Fall, die beiden sind ein total witziges Gespann. Also gerade wenn die was zusammen machen, ich schmeiß mich weg. Die sind einfach nur bescheuert, die beiden. Und sie ist halt so tätowiert und in Unterwäsche und ein bisschen curvy. Und also ich finde sie halt echt wirklich gut. Und sie hat halt auch immer super viele Memes und so weiter in den Stories. Und heute war da ein Bild und ich bin wirklich rot geworden, als ich das angeguckt habe, weil mein Kopf halt sofort losgerannt ist. Das ist ein bisschen peinlich jetzt, aber das war eine Cartoon-Zeichnung, also aber eine sehr hübsche, also jetzt nicht irgendwie klein oder zu chubby oder sowas, sondern halbwegs realistisch. Eine sehr hübsche Zeichnung von Geralt von Riviera. Riviera will ich immer sagen. Riviera heißt der Typ. Ich sag immer Riviera. Mann, der ist nicht von der Riviera. Also vom Witcher. Und er hängt da halt an so einer Pole-Dance-Stange in so einer, naja, Position, sag ich jetzt mal, nur mit einer Hose an. Und dann, ich habe das angeguckt und währenddessen lief halt Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plenty, und ich so. Ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie ertappt gefühlt. Das war, oh, jetzt wäre ich schon wieder rot. Also das war so. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin gar nicht so der Typ für, weiß ich nicht. Red Hot 100 fand ich halt cool, weil es rothaarige Männer waren. Ich mag rothaarige Männer gerne. Ich mag rothaarige Menschen generell total gerne. Ich finde das super hübsch. Und ja, weiß ich nicht. Aber den Geralt da so zu sehen, das war so. Ich weiß auch nicht. In den inneren Winkel mache ich mir jetzt, glaube ich, jetzt ist die Frage, nehme ich Nebula oder nehme ich Celestial? Celestial ist so ein bisschen champagnerfarbener, Nebula ist ein bisschen röserlicher. Rosafarben, ne? Ich nehme mal Celestial. Celestial? Celestial? Mit dem Lachspencil von Zoeva. Oh, ja. Tag, hier hat einer das Licht angemacht. Das finden wir gut. Hui! Na hoppla. Ja, das... Man könnte sagen, das hat funktioniert, ne? Ich habe das Bedürfnis, auf mein Lied noch was drauf zu tippen. Dann nehme ich mal Luminescent für. Einfach nur ein bisschen heller. Ja, das finde ich gut. Ich kann aber auch mein Lied nicht in Ruhe lassen. Das lasse ich jetzt erstmal so. Wie gesagt,
als jemand sagte, nun mehr Farbe, war ich völlig entsetzt. Aber wahrscheinlich hat sie recht, ne? Jetzt könnte man natürlich noch, also wir wollen ja mehr Kajalstifte benutzen, nicht wahr? Habe ich dich jetzt eigentlich mal angespitzt? Ja, das hier ist LSD von Urban Decay. Das ist so ein blau Schimmer. Ich glaube, das passt ganz gut. Oh ja, das ist hübsch, weil das an sich eigentlich so ein Nachtblau ist. Aber es leuchtet. Ja, das ist was Gutes. Ich weiß immer nicht, wie viel ihr von der Farbe erkennen könnt, aber... Der fängt nämlich auch an langsam, dass die Miene locker wird, deswegen der muss jetzt... Ja, ich denke, das hat man gesehen. Nehme ich nochmal den kleinen hier. Ja, das finde ich gut. Jetzt ist da ein bisschen mehr Definition drin. Was Blaues. Ich wollte ja gerne blau, aber nicht, hoppla, nicht hellblau. Das, ja. Ja, das finde ich gut. So. Primer. Huch. Habe ich dich runtergeworfen? Wo ist denn mein... Oder ich kann nicht richtig gucken. Ich nehme jetzt mal den Elf Primer. Das fühlt sich an wie öliges Silikon. Also das ist wirklich... Das ist ein sehr abgefahrenes Ding. Der Geruch verschwindet. Aber der ist echt widerlich. Ich finde, jetzt kann man auch sehen, wie schön blau ich unterm Auge bin. So. Balea Spray für den Schwamm. Denn ich habe heute was vor. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber werden wir ja sehen. Und zwar habe ich von MAC ja die Pro Longwear. Und das ist NC15. Und die kann ich höchstens im Sommer tragen. Die ist mir eigentlich ein bisschen zu dunkel. Jetzt habe ich aber ja den Kevin hier und der Kevin ist sehr pigmentiert und sehr hell oder ziemlich hell. Er dürfte jetzt nicht dunkler sein, auf gar keinen Fall, aber ich habe so gedacht, und weil er ja auch, ich höre gleich auf zu schütteln, so. Der Kevin hier, ne, der hat ja die Eigenschaft, dass er also nicht so schnell zettet. Also der setzt sich jetzt nicht so ohne weiteres mal eben hin. Die hier hingegen ist ein kleines Sitzmonster, das, da muss es schnell sein. Und ich erhoffe mir halt einfach, dass ich es sowohl aufhellen kann, als auch mir ein bisschen mehr Spielzeit rauszuschlagen. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Wir haben eine schöne, glitschige Base, die hoffentlich das tut, was ich von ihr will. Nicht wahr? Und so, probieren wir das auch mal. Ob das jetzt auf Erkältungshaut so die beste Idee ist, weiß ich nicht. Aber... Wenn es heute gut aussieht, dann sieht es immer gut aus. Das ist wie nach den Feiertagen schön mit so einem angeschwollenen Medizinball-Regelbauch Hosen kaufen gehen. Und wenn man sich dann gut fühlt, dann ist prima. Ne? So die Logik ist das. Ich gebe mir mal ein bisschen was von Kevin auf den Handrücken. Ich benutze das echt gerne, das macht Spaß. So, das uiuiui, ja, das sollte locker ausreichen. So. Und dann gucken wir doch mal. Ich finde, man sieht den Farbunterschied sehr gut. Ne? Und jetzt
rühren wir die beiden. Dann gucken wir nochmal. Die lassen sich sehr gut mischen. Also als ich das einmal mit Tagescreme und dem Kevin versucht habe, ging das nicht so gut. Aber mit Foundation klappt das eigentlich prima. So. Wenn jetzt einer sagt, Lu, du hörst dich gar nicht mehr so verrotzt an. Ja, geht. Tatsächlich. Und jetzt erzähle ich euch mal meine ultimative Kombination von gestern. Ich habe mir inspiriert von Wir sind süß. Die haben einen Family-Vlog online gestellt. Meine Güte, reden ist noch nicht so. Und da ging es wieder ums Curry-Essen. Und da habe ich dann so Bock drauf gekriegt, also habe ich eh immer, wenn ich erkältet bin, weil das brennt dir alles aus dem Hals raus, das ist super. Das ist nicht angenehm, aber es ist, also es funktioniert. Ich nehme jetzt mal ein bisschen was nur von Kevin und gehe hier nochmal drüber. Also ich behaupte, das hat ganz gut funktioniert. Also das hier ist immer noch meine Rötung, die lässt sich also von Schwamm aufgetragenen Sachen anscheinend nicht so beeindrucken. Aber guck mal hier. Aber es ist nicht total tot. Das ist ja schon mal gut. Oh. Auch an der Nase verblenden bitte. Jawohl. Und ich hatte genug Zeit, das aufzutragen. Es ist nicht zu dunkel. Ja, ich will erstmal zufrieden sein. Puder nehme ich. Ich habe gemerkt, wenn ich nur das Illuminating Powder von Rival de Loup nehme, dann bin ich nicht so zufrieden. Weil, ich weiß auch nicht. Ich finde, dann sieht man das zu doll. Also wenn man das nur als Setting Puder benutzt. Ein bisschen was von dem Trend It Up Fixing Powder schadet in meiner Welt nicht. So, sag mal, kommst du da jetzt mal raus? Brav. Naja. So, das ist der hübsche von Morphe hier. So, und damit gehe ich mir jetzt ganz leicht nur. Wer hat schon wieder Concealer vergessen? Richtig, ausgerechnet heute. Naja, ich habe eine Brille auf, dann ist das immer ganz gut verdeckt. Außerdem gegen dies hier hilft auch kein Concealer. Also finde ich immer nur minimal. So, jetzt haben wir auch nicht zu viel Puder genommen, nicht so wie letztens. Und dann passt das auch ganz gut. Die Farbe von der Prolongwear ist tippitoppi. Sie ist halt nur ein bisschen zu dunkel. Und ich glaube, zusammen mit dem Kevin bin ich ganz zufrieden. Wir gucken jetzt mal, wie sich das über den Tag über so verhält. Das heißt, einmal einkaufen gehen, vielleicht mit Herrn Unfug nachher nochmal kurz, aber nur, wenn ich nicht fit genug bin. Ansonsten muss er das alleine machen. Ja, wie gesagt, und jetzt einmal raus zu Rossmann und Staubsaugerbeutel kaufen. Ich habe auch meinen Staubsauger abfotografiert, weil ich sonst nicht weiß, welche Beutel ich dafür kaufen muss. Da gibt es Unterschiede. Das ist wie Druckerpatronen kaufen. Ich hätte gern Druckerpatronen. Ja, welche denn? Als Rouge. Ich habe doch hier einen Bronzer. Will ich heute Bronze? Ja. Ich nehme mal den hier. Das ist der von MAC. Gerne mag, auch wenn der super dunkel aussieht, aber ich weiß nicht, vielleicht trage ich den für Rothaarige genau richtig auf. Vielleicht ist der super fest gepresst, ich weiß es nicht. Wir beide sind auf jeden Fall glücklich miteinander.
Und der ist schon rotbraun. Also das ist, ne? Der ist schon warm. Aber halt rotbraun und nicht orangegelb. Wenn das Sinn macht. Jo. Ich glaube, ein orangenes Rouge ist keine schlechte Idee. Ich nehme mal Mandy Rhine von Catrice, den liebe ich ja. Auch mal wieder rausgekramt. Und hier sieht man den, Moment, sieht man den sehr gut. Achso, was ich auf Netflix übrigens auch geguckt habe, das sieht mir eigentlich gar nicht so ähnlich, aber so eine Dokumentarserie, wie auch immer, sowas zum Mitfiebern halt, ne? Cheer, also so ein Cheerleader-Dings. Gott, ach Gott. Das ja, ich weiß nicht, also wenn das Militär denkt, sie haben eine harte Ausbildung, dann schickt doch die Leute mal zum Cheerleaden. Eieiei. Habe ich nur so gedacht. Der eine hat auch gesagt, dass er überlegt, danach zum Militär zu gehen, wo ich nur so gedacht habe, na, wenn du nach 5 Stunden immer noch um deinen Drill Instructor rumhopst und Flickflacks machst und sagst, und was jetzt, und was jetzt, und was jetzt, die werden alle wahnsinnig. Kannst du eigentlich nicht machen. Die sind es gewöhnt, da die Leute kaputt zu spielen. Und dann kommen da die durchtrainierten Cheerleader und sagen, und Angst kenne ich auch nicht übrigens. Kopf über irgendwo rein, mache ich. Und da. Ich war schon ziemlich beeindruckt. Vielleicht bin ich leicht zu beeindrucken, weil ich selber nicht so. Ich mag Sport und Bewegung, ich bin aber nicht talentiert oder sportlich. Ich glaube, das passt das ganz gut zusammen. Ich habe gestern Highlighter geswatcht und dabei ist mir der hier wieder in die Finger gefallen. Das ist die 20 Icy Glaze von Catrice. Und der war schön. Ich habe die neben meinem Liebling. Der Le also, C01 La Rose. Ela Orchidee, Ela Orchidee von. Ich habe festgestellt, dass der geswatcht tatsächlich gar nicht so hell ist. Aber ich mag den ja so gerne. Und ich habe dann geguckt, welcher vom Finish und bla ein bisschen ähnlich ist. Dann habe ich den hier nochmal rausgeholt. Und der ist heller auf jeden Fall. Oh, hauer, hauer, ha. Hoppla. Wenn ich krank bin, mag ich heil. Alter, der hat mein Rouge weggehighlightet. Okay. Den kann ich nicht benutzen, wie ich meinen Catrice benutze. Offensichtlich. Und er ist fast. Ja, er ist ein bisschen weiß für mich. Weiß geht nicht. Möchte man ja so nicht denken, weil ich so hell bin, aber weiß geht tatsächlich nicht. Das lässt mich komisch aussehen. Und vor allen Dingen habe ich viel zu viel auch genommen. Also das war jetzt nicht. Guck mal, ich kann meine ganze Hand noch highlighten. Nee, das war nicht die beste Anwendungsdemonstration, die ich jemals gemacht habe. Wir machen da jetzt nochmal was drüber. Ich hatte mir auch noch andere hier rausgelegt. Genau, von Revolution Pressed Highlighter Peach Kiss. Den fand ich auch sehr schön. Da gehe ich jetzt auch mal rein. Ich glaube. So wie ich Highlighter auftrage, also ein bisschen großflächiger, da ist das schlecht, wenn das hier weiß ist, ne? Also da irgendwie muss ich so eine Mischung zwischen Rouge Topper, Highlighter, hell genug, nicht zu hell, nicht zu weiß. Sowas muss ich irgendwie finden, sonst geht das schief. Ja. Oh, war ja. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe das. Nee, also Highlighter auftragen, das mit der Feinmotorik, das. Das ist heute nicht so. Macht ja nichts, ich gehe ja nur zu Rossmann. Och, naja. Also hässlich finde ich das jetzt nicht. Was nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir das von Catrice. Habe ich Lust zu. Genau, und bei Cheer, also man sieht zwischendurch auch, wie die Mädels sich schminken. Und
die schminken sich ja auch, weil sie es müssen. Und so sehen die Make-up-Sachen halt auch aus. Ich glaube, kaum einer außer Make-up-Junkies achtet da drauf, aber die sitzen da halt, ne, und da leicht eine Kat Von D Shade and Light Palette, also aber die große, ne, nicht die für die Augen, sondern, ne, das Ding sah aus. Also ich hätte es weggetan, weil es leer war. Aber die haben da noch was rausgekriegt. Das war, also, für so einen kleinen Monk wie mich war das hart. Und die Ecke abgedatscht. Und ja, es ist halt Werkzeug für die, ne? Das muss halt funktionieren. Und wenn das leer ist, dann kauft man ein neues. So, und ich saß da. So, ich habe genug Glow in meinem Gesicht. Und ich finde auch nicht, dass ich jetzt noch das... das... Na, ich merke doch, dass hier irgendwo ein Katzenhaar ist. Ich finde jetzt nicht, dass ich noch Wiederbelebung in Sachen Haut brauche. Das ist okay so. Ich bin mal gespannt, wie sich die Kombination hier benimmt. Also Kevin und die 115. 15, nicht 115, Gottes Willen. Das ist übrigens die Farbe, die ich habe bei Kevin. Na, ist er wohl. Da. SX01. Das ist die Bezeichnung. Das ist der hellste Ton, soweit ich weiß. Ich habe das mir mal kurz gegoogelt. Ich lasse ihn auch in seinem kleinen... Ich mag das so. Ich möchte das. Bis jetzt. Wimpern einmal übertuschen. Ja. Ich weiß immer gar nicht, ob man das so gut sehen kann, dass das einen Unterschied macht, aber es macht schon einen. Also wenn man es vergisst, ist es jetzt kein Weltuntergang, aber ist schon ganz gut. So. Lippenstift. Hab keine Lust. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Ich will die Beutel kaufen, bevor Herr Unfug kommt, damit das hier nicht so wild aussieht. Und natürlich sollte ein Partner einen ohne jede Einschränkung lieb haben, aber jeder Mensch hat ja so seine, auf Englisch heißt das Pet Peeves. Ich weiß gar nicht, ob wir einen deutschen Begriff dafür haben. Macke trifft es nicht ganz. Das ist, also ein Pet Peeve ist etwas, eine Kleinigkeit, die einen aber unverhältnismäßig stört. Und bei Herrn Unfug ist das, wenn er einen Krümel an der Socke oder am Fuß hat. Das macht er überhaupt nicht haben. Und ich meine, Katzenklo. Ja, wir sind nicht die offensichtlichste Kombination, wir beide. Aber es funktioniert. Nächsten Monat funktioniert das seit 4 Jahren. Da knurrt mein Magen. Was willst du mir denn damit sagen? Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich gesünder. Wie gesagt, ich finde, es geht bergauf, aber ich darf mich nicht der Illusion hingeben, dass ich jetzt ganz wild durch die Gegend ödeln kann. Ich habe morgen noch ein bisschen was vor, aber das ist zum Glück nicht wirklich mit körperlicher Anstrengung verbunden. Insofern. Ne. Bis dann.